wieder eine Buchempfehlung für euch. Und wie ihr auf dem Thumbnail schon gesehen habt, geht es heute um das neue Buch von Jennifer Armentrout. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Als allererstes erstmal vorweg, ich habe keine Ahnung, wie ich euch jetzt eine Inhaltsangabe geben kann, die komplett spoilerfrei ist. Das werde ich nicht hinkriegen. Das heißt, alle Leute, die die Dämonentochter noch nicht gelesen haben, die diese aber unbedingt noch lesen möchten und die nicht gespoilert werden möchten, in gar keinem Fall, auf gar keinen Umständen, die keine einzige mini kleine Information zur Dämonentochter haben wollen, die schalten jetzt ab. Alle anderen, ich versuche das Ganze relativ spoilerfrei zu halten. Man kann es unabhängig von der Dämonentochter lesen auf jeden Fall, weil es wird ja in diesem Buch alles erklärt. Also wer jetzt sagt, ich möchte diese 5 Bücher Dämonentochter jetzt im Vorfeld nicht unbedingt lesen, kann dieses Buch natürlich unabhängig voneinander lesen von dieser Reihe. Aber die baut halt auf der anderen Reihe auf. Aber es wird halt hier auch alles nochmal, wie gesagt, genauestens erklärt, was im Vorfeld alles passiert ist, sodass man da als Leser auch im Bilde ist, wenn man die andere Reihe nicht gelesen hat. Also das ist absolut nicht schlimm und das ist absolut nicht dramatisch. Also man bekommt hier alles richtig toll erklärt und ja. Nur für alle, die halt vorab die andere Reihe lesen wollten, sollten damit auf jeden Fall warten. Wer jetzt sagt, gut, okay, ich weiß nicht, ob ich die Reihe noch lesen sollte, vielleicht lese ich einfach nur diese Reihe, der bleibt jetzt einfach dran. Und ja, so machen wir das jetzt. Ich glaube, das ist die beste Lösung. In diesem Buch geht es um Josie. Und Josie hat bisher ein ganz normales menschliches Leben geführt. Sie studiert Psychologie an einer kleinen Universität und ja, lebt so ihr Leben. Und eines Tages taucht ein mysteriöser Kerl mit bernsteinfarbenen Augen auf. Dieser Kerl erzählt ihr eine ziemlich verrückte Geschichte, und zwar, dass ihr Vater ein Gott ist und sie somit eine Halbgöttin ist, dass sie dazu bestimmt ist, die Titanen zurück in den Tartarus zu befördern oder zu vernichten und ja, dass man jetzt ihre Hilfe braucht, sie lernen muss, ihre Kräfte zu benutzen und die Welt retten muss. Und Josie denkt sich so, was? Niemals. Der Typ spinnt doch und haut es mal vor ihm ab und glaubt ihm natürlich erstmal nicht. Doch spätestens als Josie merkt, dass mit ihrer Mitbewohnerin irgendwas nicht stimmt, kommt ihr die Idee, dass der Typ vielleicht doch recht gehabt haben könnte. Und ja, so beginnt die Geschichte von Josie. Und im ersten Teil dieser Teilchenreihe geht es im Prinzip erstmal darum, dass wir erstmal nochmal die Hintergründe erklärt bekommen. Quasi, wir erfahren komplett, was in der Dämonentochter-Reihe passiert ist. Also man wird hier komplett nochmal auf den kompletten Inhalt der Dämonentochter gespoilert, wenn man dieses Buch liest. Deswegen, wer vorhat, die Dämonentochter noch zu lesen, sollte diese Reihe definitiv danach lesen, sonst haut ihr euch komplett die Story schon rein und das wäre ziemlich dämlich. Deswegen, ne, abwarten, damit lesen, erst Dämonentochter lesen. Ich kann es nur immer wieder sagen. Und ja, auf jeden Fall, wie gesagt, geht es im ersten Teil dieser Titan-Reihe im Prinzip darum, dass Seth Josie beschützen muss und sie lernen muss, mit ihren Fähigkeiten umzugehen und sie lernen muss, mit ihren Kräften umzugehen und ja, erstmal begreifen muss, was da jetzt genau eigentlich alles passiert. Ich kann zur Handlung erstmal nur sagen, dass mir die ultra, ultra gut gefallen hat. Es ist jetzt im ersten Teil noch nicht so viel Spektakuläres passiert, sondern im ersten erstmal viel Erklärungen, viel Information, sehr, sehr viel Input, weil quasi Josie, unsere Protagonistin, ja die ganze Welt dieser Götter erstmal erklärt bekommt und erklärt bekommt, was eigentlich im Vorfeld alles passiert ist. Und ja, es gibt schon 2, 3 actionreiche Szenen in diesem Buch, aber es ist jetzt so an und für sich von der Handlung erstmal eine recht ruhige Geschichte, sag ich mal. Dann ist es natürlich ein Jennifer Armentrout Buch, das heißt, wir haben hier natürlich eine Liebesgeschichte wieder mit in dem Buch mit drin. Und ja, wie sollte es anders sein? Es geht natürlich um Josie und Seth. Oh, Seth, ich kann diesen Namen immer noch nicht aussprechen. Seth. Sir. TH am Ende, ne? Sir. Naja. Auf jeden Fall ist die Geschichte von Josie und Seth, die in diesem Buch noch eine Rolle spielt, ganz, ganz toll gewesen zu lesen. Und ich muss sagen, an dieser Stelle, bevor ich das nämlich vergesse, dass dieses Buch sehr, sehr sexy ist. Und ich habe mal bei Amazon geguckt, da wird es empfohlen ab 12, was meiner Meinung nach aber zu früh ist. Es gibt erotische Szenen in diesem Buch, das war ja auch bei Obsidian damals schon so eine leicht kontroverse Diskussion, was die erotischen Szenen in diesem Buch betrifft, weil eigentlich ist es ja so, dass in Jugendbüchern solche Szenen nicht zu suchen haben, sondern es wird angedeutet, aber es wird nicht erklärt. Hier ist es so echt eine Gratwanderung, also für meine Verhältnisse ist es schon zu viel für ein Jugendbuch. Und ja, also so viel zur Information am Rande, es ist sehr, sehr sexy auch geschrieben. Und ja, ich mochte das natürlich total. Ich mag den Schreibstil von Frau Armentrout total. Ich liebe den ja. Und ja, mir hat das Ganze total gefallen. Ich
feiere auch immer noch die Handlung. Ich finde die Charaktere toll. Ich mag Josie total. Sie war mir von der ersten Seite an total sympathisch. Und auch Seth, den wir ja schon aus der Dämonentochter kennen. Was soll man dazu sagen? Seth ist Seth. Und ja, wer die Dämonentochter gelesen hat, weiß ja, was es mit ihm auf sich hat im Großen und Ganzen. Und ich finde, er ist ein sehr interessanter Charakter, gerade weil er ja auch so ein kontroverser Charakter ist in diesem Buch. Und ja, ich mag das total. Ich mochte die beiden, die stehen ja hier so im Vordergrund. Und natürlich sind auch einige Charaktere aus der Dämonentochter-Reihe, die wir da schon kennen, hier auch wieder mit drin vorgekommen. Und auch das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Gerade die zwei Charaktere, Luke und Deacon, die ich in der Dämonentochter echt richtig, richtig gemocht habe als Nebencharaktere und nicht so ultra toll fand, sind hier auch wieder mit drin vorgekommen. Und das war so ein Stückchen wie nach Hause kommen. Kennt ihr das, wenn ihr so eine Buchreihe total gemocht habt und die geht zu Ende und man weiß, man sieht die ganzen Charaktere nicht wieder und man ist ja dann schon ein bisschen traurig. Und das war halt schön, dass man hier so ein paar Charaktere in der Geschichte wieder mit drin hatte. Und es war so ein bisschen halt wie nach Hause kommen, wenn ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall hat mir das ultra gut gefallen. Also ich kann auch zu den Charakteren nichts weiter sagen, außer I love it, I love it, I love it. Wie gesagt, schreibst dir sowieso meins. Was das Setting betrifft, befinden wir uns auch hier wieder in einer Urban-Fantasy-Welt. Also wir haben unsere Welt mit Fantasy-Elementen, also diese griechische Mythologie quasi, die hier eine Rolle mitspielt. Und auch das fand ich wie in der Dämonentochter schon wieder richtig, richtig gut. Ich finde die Covenants toll, die dort beschrieben worden sind. Ich finde allgemein die griechische Mythologie ganz interessant. Also von daher mag ich Götterbücher sowieso. Und ja, hat mir auch wieder richtig, richtig gut gefallen. Also ich kann nur sagen, ein ganz, ganz toller Auftakt dieser Spin-Off-Reihe zur Dämonentochter. Und ich fand Götterleuchten, Erwachen des Lichts einfach nur ultra genial. Und ich liebe, liebe, liebe es. Und ich freue mich da echt schon auf den zweiten und auf den dritten Teil. Diese Reihe ist ja auch schon abgeschlossen. Der zweite Teil kommt ja, glaube ich, jetzt auch schon im September raus. Was ich mich auch sehr, sehr freut, dass man hier keine langen Wartezeiten hat. Yay! Und ja, also wer Jennifer Armentrout genauso liebt wie ich, der muss dieses Buch auf jeden Fall gelesen haben. Wer kitschige, schnulzige Geschichten mag, sollte dieses Buch auch unbedingt lesen. Mein Fazit zu diesem Buch ist, dass es wieder ein richtig tolles Jennifer Armentrout Buch ist. Mit einer richtig tollen Handlung, mit mega tollen Charakteren. Ich liebe sowieso die Charaktere, die diese Frau schreibt. Mit einem richtig tollen Setting und einem wahnsinnig tollen, kitschigen, teilweise echt übertriebenen Schreibstil, der sehr, sehr sexy ist, was mir aber natürlich richtig gut gefällt. Also diese Frau, was den Schreibstil betrifft, was ihre Umschreibungen betrifft, was ihre Wortwahl betrifft, ihren Satzaufbau, ihre Satzstruktur, die trifft bei mir 100%. Also da ist alles perfekt für mich, was Jennifer Armentrout betrifft. Aber das wisst ihr ja, sie ist meine Queen, also von daher. Und wer Lust auf Göttergeschichten hat im Allgemeinen, sollte sich Götterleuchten, das Erwachen des Lichts auf jeden Fall mit angucken. Ich kann euch dieses Buch wirklich nur empfehlen. Ich liebe im Allgemeinen die Bücher von dieser Autorin und ich habe mich sehr auf diese Reihe gefreut. Und ja, ich liebe, 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 liebe dieses Buch. Und ja, ich freue mich auf den zweiten Teil und es ist eine klare Empfehlung von mir für euch. Und lest es, es ist so gut, es ist so toll und dieser Schutzumschlag fässt sich genauso toll an wie der von den Obsidian-Büchern von Jennifer Armentrout. Allein deswegen müsste man dieses Buch kaufen, weil dieser Schutzumschlag sich so toll anfasst. Und ja, ganz, ganz tolles Buch und ich liebe es. Und ich glaube, das reicht jetzt auch. Ich glaube, ich habe das jetzt lange genug erzählt, dass ich dieses... Das war meine kurze Buchempfehlung zu Götterleuchten, das Erwachen des Lichts. Und ich freue mich so auf den zweiten und auf den dritten Teil. Und ja, ich bin da total happy. Und ja, wenn ihr dieses Buch denn dann gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.